Oh, jetzt. Ah, fuck, jetzt habe ich mich selbst geblendet. Oh, ich bin so blöd. Ja. Okay, nochmal. Jetzt war besser. Gut, los, Leute. Los. Ja, keine Chance. Ich war gepanzert. Ah! Alter, hat der mich erschrocken. Boah. Warte, Ghost. Junge, was macht der da? Gut. Jetzt können wir weiter. Was soll ich denn machen? Ja, er scheppert, Alter. Ich scheppere dir auch gleich eine. Meine Fresse. Hab ein Ziel. Mann, bleib stehen. Gut. Kurz Panzerplatten wieder rauflegen. Neue mitnehmen. Weißt du was? Ich gehe mit dem Schild da hoch. Gut. Ja, was willst du machen? Aus dem Weg! Erst den ausschalten. Und jetzt weiter. Den ausschalten. Und jetzt den ausschalten. Feuer mit dem Heli auf das Fahrzeugshof. Warte. Ziel für Abschuss markiert. Scharfschützen. Bryce, wir brauchen deine Hilfe. Los, Bryce, hilf uns. Du hast daneben geschossen. Jetzt. Los, Leute, los. Das ist unsere Chance. Das ist das erste des Spezialis Gebäude. Bryce könnte drin sein. Eure Flagge weht noch am Hauptquartier. So soll das noch bleiben. Ihr habt Verwundete! So, ich hab diese Tür. Da hinten ist noch einer. Jawohl. Sergeant, versucht den Eingang. Okay. Versperrt. Rudy, was hast du? Türladung. Nett. Feuer frei auf alles da drin. Wenn ihr Grace seht, ausschalten. Hey, Rudy, tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Zünden. 3, 2, 1, Einsatz. Perfekt, wir sind drin. Alle mir nach. Alle raus, eins ist drin. Bestätigt. Schnapp ihn dir. Da drin jetzt Fusset auswimmeln. Sei leise, wenn du nicht sterben willst. Verstanden, nach dir, Colonel. So, wir switchen wieder zurück zu unseren beiden Leuten. Achtung! Warte, ich schleich mich. Negativ, Position halten. Ich will alles abgeriegelt haben. Wenn jemand hier ist, sollen Sie für uns. LOL! Gut gemacht, Alejandro. Ich hab nicht mal was gemacht. Sicher! Gut. Gesichert! Zeit, Valeria zu holen. Würde ich auch sagen. Sind mit der Heli beschäftigt. Das ist unsere Chance vorzurücken. Exakt. Sie halten Valeria in Hangar 3 fest. Bleib außer Sicht. Wir schlagen uns dorthin durch. Hangar 3, Roger. Gut, mach auf. Oh, das sind sie. Das sind wahrscheinlich die, die wir vorhin ausgeschaltet haben. Wir sind jetzt sozusagen in der Vergangenheit. Okay. Okay, Leute. Los, Alejandro. Wir die Fahrzeuge als Deckung unten bleiben. Aufpassen. Shadows kommen durch. Ich pass auf. Also ich geh hier dann. Hast du geahnt, dass Graves was ausgehackt hat? Ich hab immer ein Auge auf dich, Linkos. Scheißegal, sie haben Luft unterstützt. Ich hab ihm vertraut. Böse Männer können gute Dinge tun. Gute Männer können Böses tun. So ist es. So ist es leider. Muss man ehrlich sagen. Da. Was bedeutet Gringo eigentlich? Im mexikanisch-amerikanischen Krieg trugen die Amerikaner grüne Soldatenröcke. Zwei auf dem Dach. Kontakt! Direkt hinter dir! Nein, der ist gepanzert. Fuck! Warum hab ich geschossen? Das frage ich mich jetzt. Mike! Wo ist denn. Hier ist noch einer.
Zwei ausgeschaltet. Nochmal zwei ausgeschaltet. Aber wir sind sicher. Gut. Langsam, Sergeant. Wenn du laut bist, fliegen wir rauf. Positiv. Keine Sorge. Dafür haben wir jetzt alle ausgeschaltet. Gut, jetzt auf zum dritten Hangar. Die Jungs scheinen denen da draußen die Hölle heiß zu machen. Vorsicht, die Außentür ist offen. Oh nein, das heißt nie was Gutes. Code. 627. Valeria ist in einem Container am Hangar Ende. Sie wird gut bewacht sein. Geh mir leise vor. Okay. Wir haben ein Angriffsteam am Hauptquartier. Sie brechen durch. Wir sollten als Verstärkung mit rein, Sir. Kontakt! Schick sofort mehr Shadows her! Ach, scheiße, sie haben uns entdeckt. Vorne. Der ist gepanzert. Warte. Den kann ich... Ich weiß, wie ich ihn ausschalte. Muss nur näher ran. Ja, genau so wollte ich das. So, den einen können wir auch nochmal takedown. Nein, ich will einen takedown. Ah, schade. Geht nicht mehr. Dafür hau ich ihn einfach weg. Alles sicher. Gut, gesichert. Komm zum Container. Alejandro. Du musst zu mir. Alejandro? Bist du tot? Ah, da bist du. Der Container, yes. Komm her, sofort. Mach schon. Okay. Yes, klopf an und sicher. Valeria! Alejandro! Jackpot. Jetzt sichern wir die Position, bis Ghost Soap und Rudy Graves haben. Gestern Bravo 6. Gefangene sicher. Roger, lass er bleiben. Wir holen uns Graves. Rodolfo, die Türcodes. Nein, er hat was klein wenig Stärkeres. Versperrt. Rudy, was hast du? Türladung. Nett. Feuer frei auf alles da drin. Wenn ihr Grace seht, ausschalten. Hey, Rudy, tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Anbringen. 3, 2, 1, Einsatz. Kontakt! Erster Stock! Er haut ab, ihm nach. Ja, natürlich. Los, Leute, weiter! Gut, ich mach nochmal Panzerplatte ran. Los, los, los! Gut. Erster Stock, Bewegung! Ah, gepanzerte Soldaten. Gut. Ausgeschaltet. Fuck, hier sind viele. Sprenggranate. Ich hau euch einfach weg. Und boom. Sieht aus, als könnten wir weiter. Das sieht wirklich so aus. Da ist ein Ausgang an der Rückseite. Okay. An alle Einheiten. Achtung, Graves ist über die Mauer. Raketenwerfer! Sind getroffen! Sind getroffen! Nein, Price! Stürzen ab! Wir stürzen ab! Heilige Scheiße! Captain! Dieser verfickte Bastard Graves. Gehen wir rüber und halten ihn auf. Ein Rodolfo, Bastard. Was ist auf der anderen Seite? Das Trainingsgelände. Was zum Teufel macht er da hinten? Okay, rüber. Ich hab dich. Weiter! Machen wir das Arschloch fertig. Nimm meine Hand. Ghost, kommst du? Nein, Price und der Pilot brauchen Hilfe. Macht ihr zwei das. Da! Das ist nicht unserer. Heilige Scheiße, Graves hat einen scheiß Panzer! Oh nein! Scheiße, ja. Wir gegen einen Panzer. Warte mal. Kann ich mit den Granaten kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Den so angreifen? Wir brauchen das Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Ich schieße ihn trotzdem mit Granaten ab. Hier gibt's jede Menge Zeug. Sieh dich um. Vielleicht bringt das trotzdem was. Ich schieße einfach weiter. Soap, such nach C4 für den Panzer. Ah, okay. C4. Verstehe. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Hombres angelegt, McTavish. Ist hier? Komm raus und lass uns drüber reden. Ah, C4. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Chicos. Wo ist der Kerl? Einer von euch Idioten muss als letzter sterben. Wer wird das wohl sein? Wo bist du, du Bastard? Fick dich, Graves. Ja, fick dich hart. Du hast eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten, so. Das mag ich aber. Nein. Scheiße, ich dachte vielleicht... Ja, okay. Nicht denken, machen.
Oh Mann! Scheiße, ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu Gejagten. Ah, hier hinten ist auch noch eins. Kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Das ist jetzt sozusagen ein Bosskampf. Wir brauchen das Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Komm mal her, Graves. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeug. Sieh dich um. Du musst nur näher kommen. So, such mal C4 für den Panzer. Jetzt habe ich mich selbst gesprengt. Willst du mich verarschen? Das ist ja auch unmöglich. Ah, oh, das ist so beschissen. Scheiße, ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu Gejagten. Wenn das kein Arschritt ist. Kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Wir brauchen so. Was Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Ja, nehme ich C4. Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeug. Sieh dich um. Habe ich Ihnen jetzt Schaden gemacht? Nee, ich glaube nicht. Das ist nicht dein Ernst. Das C4, Soap. Schalte Graves Panzerdummy aus. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Hombres angelegt, McTavish. Jetzt haben wir Graves Aufmerksamkeit. Komm raus. Jawohl. Und lass uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Chicos. Einer von euch Idioten muss als letzter sterben. Nein. Keiner von uns. Fick dich, Graves. Wir werden beide leben. Du hast eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten, Soap. Das mag ich an dir. Du bist Shepherds Schoßhund. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Komm. Hier gibt es nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Wartet mal, welche ich wähle. Der Panzer erleidet Schaden. Triff ihn nochmal. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, Soap. Du und das Arschloch mit der Maske, das sich hinter dieser Uniform versteckt. Du hast Lass diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Tipp. Diese Haut habe ich abgestreift. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldat, Junge. Du musstest dir deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du es in der echten nicht gepackt hast. Aus deinem Mund hört sich das amüsant an. Andererseits erinnere ich mich noch an mein erstes Rodeo. Dein Weg führt geradewegs in die Hölle, Junge. Ich sagte ja, geh nach Hause, aber du wolltest nicht hören. Dafür wirst du hängen. Ah, fuck. Spar dir diesen Ehrenscheiß, Johnny. Ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Wo ist der denn? Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Da hey, Rodolfo! Denk bloß nicht, los! Uno, cuatro, uno, sind tu amigo! Ja, ich konnte da nicht viel machen. Was ist das denn? Graves könnte auch mal die Fresse halten. Abhauen oder gewinnen? Ratet mal, welche ich wähle. Der Panzer erleidet Schaden. Triff ihn nochmal. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so. Du und das Arschloch mit der Maske, das sich hinter dieser Uniform versteckt. Oh. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Käfig. Diese Haut habe ich abgestreift. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldat, Junge. Du musstest dir deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du es in der echten nicht gepackt hast. Aus deinem Mund hört sich das amüsant an. Andererseits erinnere ich mich noch an mein erstes Rodeo. Dein Weg führt geradewegs in die Hölle. Mann, halt doch bitte die Klappe. Aber du wolltest nicht hören. Scheiße, scheiße. Dafür dahin wirst du hängen. Komm schon, wirf! Spar dir diesen Ehrenscheiß, Johnny. Ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Ja, das geil. Euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Meine Güte, halt doch bitte die Klappe. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Wartet mal, welche ich wähle. Der Panzer erleidet Schaden. Triff ihn nochmal. Ich hasse diesen Bosskampf. Meine Güte, ist der ein Scheiß. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Wartet mal, welche ich wähle. Der Panzer erleidet Schaden. Triff ihn nochmal. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so. Du und das Arschloch mit der Maske, das sich hinter dieser Uniform versteckt. Du hast mal diese Uniform die getragen. Klappe. Die Uniform war ein Schiff. Diese Haut habe ich abgestreift. Wie eine verfickte... Ja, ich komm... Das ist nicht dein Ernst, Alter. Ich komm nirgendwo weiter. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs.
Abhauen oder gewinnen? Wartet mal, welche ich wähle. Der Panzer erleidet Schaden. Triff ihn nochmal. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so. Du und das Arschloch mit der Boah, Alter, ich mach gleich die Out. Ich mach jetzt die Sprach. Nee, kann ich nicht mal. Ja, geil. Du hast dich hinter dieser Uniform versteckt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Käfig. Diese Haut habe ich abgetragen. Ich komm doch nirgendwo lang. Hier gibt nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Wartet mal, welche ich wähle. Der Panzer erleidet Schaden. Triff ihn nochmal. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so. Du und das Arschloch mit der Maske, das sich hinter dieser Uniform versteckt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Käfig. Diese Haut habe ich abgestreift. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldat, Junge. Schön, dass du musstest deine eigene kleine Armee durch die Wände läuft, weil du seine Echten nicht gepackt hast. Aus deinem Mund hört sich das amüsant an. Andererseits erinnere ich mich noch an mein erstes Rodeo. Dein Weg führt geradewegs in die Hölle, Junge. Ich sagte ja, geh nach Hause, aber du wolltest nicht hören. Lauf doch bitte doch dafür rein. Dafür wirst du hängen. Spar dir diesen Ehrenscheiß, Johnny. Ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Komm, fahr da rüber. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Komm, weiter. Hey, Rodolfo. Denkt bloß nicht, los. Uno, cuatro, uno sind tu amigos. Denn das sind sie nicht. Ellos no le guste usted. Das hat bei Graves geläutet. Weiter so. Cuando este es completo. Los amigos werden los vaqueros fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, pendejo. Comprende? Was soll ich machen? Nimm die Kiste, los. Wo ist der scheiß Panzer, Alter? Fuck, der ist genau hinter mir. Was soll ich machen, Alter? Wo ist der Kackpanzer? Ich hab keine Muni mehr. Ich kann ja nur noch flüchten. Und Blende. Schützen blinden. Verpiss dich. Danke. Wo ist der Panzer? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Wo ist der? Ich sehe den Panzer nicht mehr. Da. Bleib in Deckung. Ja, da ist er. Jetzt stirb endlich! Ja! Meine Fresse, hat der echt wütend gemacht. Geschafft, Sob. Dank dir, Hermano. Mit einem Gewehr zum Panzerkampf. Allerdings. Sob und Ghost. Bin bei Rudy. Graves ist erledigt. Wie geht's Price? Ist sauer, hat eine gute Zigarre verloren. Dem Piloten geht's gut. Ende. Alejandro, die Basis ist sicher. Graves ist tot. Wir kommen zu euch. Was ist passiert, mein kleiner Vaquero? Hast du einen Krieg gestartet? Der Ball scheint dir überall hin zu folgen. Ich liebe es. Dein Deal war nicht mit mir, sondern ihnen. Und ganz genau das war dein Fehler. Du wusstest von der dritten Rakete. Nachgezählt habe ich nicht. Ich habe Leute für sowas. Klar, sie lügt. Wo ist Hassan? Wo ist die andere Rakete? Chicago. Was zum Teufel ist hier los? Von Aufhalten war keine Rede. Es ging nur um den Standort. Escorpión de la Verga. Ich hab euch vor ihr gewarnt, oder? Ich bin Geschäftsfrau, Senores. Wachstum oder Tod. So funktioniert die Welt. Du hast jetzt ein Ziel auf dem Rücken. Nein, das Ziel ist in Chicago. Jetzt verschwindet das aus Almas, sondern findet es Pendejos pa' fuera. Vorerst gehört sie dir. Wir kommen wieder. Ich freue mich darauf. Dann los. La chingada. Los, mach den Transport klar und hol Eswa.
Hassan und die Rakete sind in Chicago. Esta noche las almas descansan. Ich bin bald schon wieder raus. Das kann ich über euch nicht sagen, Vaqueros. Was du getan hast, hat Konsequenzen. Es ist egal, was ich getan habe. Denn was davon könnt ihr beweisen? Yeah, du hast was zu tun. Bleib auf der guten Seite, hermano. Bis zum bitteren Ende, mein Bruder. Alles Gute, amigos. Ghost! No te pierdas, carnal. A huevo!